So, Hallöchen, Popöchen und so. Pass mal auf, Leute, wir machen heute weiter mit der Molly. Ja, wir haben mal letztes Mal da. Jetzt müssen wir mit Molly sprechen. Die steht vor uns und am Schluss mit Mirabelle. Jetzt nehmen wir die Molly ran. Jetzt geht's los. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört nach dem Pferderennen, das wir gewonnen haben und einen schönen Scheißsattel bekommen haben. Los geht's. Wer ist dein Favorit, Werteste? Entweder der schwarze Hengst oder die graue Stute. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Tut mir leid, aber ich glaube, wir kennen uns nicht. Ich bin Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ja, wenn ehrlich wäre, eigentlich ist es eher andersrum. Naja. Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Seit ich Dame La Atard bin, halte ich mich nur noch auf Bällen, Banketten und anderen solchen, wie sagt man, Festlichkeiten auf. Unheimlich ermüdend. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Du weißt, dass Rittersporn gar keine Schwester hat. Erinnerst du dich an das letzte Gespräch mit Rittersporn? Rittersporn glaubt, dass du eine Kammerzofe bist. Mir scheint, Rittersporn glaubt, du dienst immer noch den Lavalettes. Oh, weil ich ihm nie erzählt habe, dass ich das nicht mehr mache. Er sollte mich nicht anders behandeln. Und dein Ehemann hat nichts gegen deine alte Freundschaft? Aber nein, mein Süßer könnte nicht glücklicher sein, dass Rittersporn mich Savoir Vivre lehrt. Das letzte Gespräch. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Diese Pakete. Könnten es Koffer oder Reisetaschen gewesen sein? Und dieses Mädchen? Vielleicht eine Bardin? Ja, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Sie ist eine fahrende Künstlerin, kam übers Meer aus Kovir. Talentierte Familie, nicht? Enorm. Und auch sehr liebevoll, bin ich mir sicher. Wenn du nur wüsstest, Rittersporn hat sogar ein Gedicht für sie geschrieben. Für meine liebste Kalonetta oder so. Oh, so einen Bruder hätte ich gern. Alles klar, das weiß man auch nicht mehr. Okay, danke, Lepol. Danke, Molly. Warte, bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Okay, was ist denn da jetzt? Warum leuchtet jetzt da oben was? Ah, das ist der Kackvogel wieder. Komm ich denn zu dem? Ups. Ich bin alles so leid. Was will der von mir? Was will er noch? Oh. Hallo. Ach, da geht's hoch. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja, lassen wir uns zurückreiten von ihm. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so.
Nun dann los. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Heute Morgen hat meine Greta Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. So. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle Morde ereignen. Jetzt fehlt mir noch die Nummer 3. Wo ist er denn? Da ist er. Da gehen wir jetzt auch noch schnell hin. Jetzt. Bei ernsten Sachen lügt sie nie. Ein Stallbursche hat ihr erzählt, dass von den Leichen nur noch Fisch. Mein Party hier, ne? Ist auch geil. Mein Mann ist auch ein Schwertkämpfer. Für König Radovid. Haben wir Radovid nicht gekillt? Bin mir gar nicht sicher. Dorsch. Dorsch. Alles klar. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Na, komm, warte mal. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wir machen um die Uhrzeit Unterricht, ist klar. Die Temeria nehmen uns die Arbeit weg. Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann du Ratte gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Wie lange machen die denn Unterricht? Schluss jetzt. Kacke. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Woher willst du das wissen? Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Hm. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Okay, er hat ein Gedicht über dich geschrieben. Hast du ihn danach noch gesehen? Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Hm, gute Idee. Jetzt dürfen wir trotzdem wieder im Dunkeln tappen. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Scheiße. Und weiter tappen wir im Dunkeln rum, um zu schauen, wo der Rittersporn rumhockt, ne? So, wo müssen wir jetzt hin? Nach da, uiuiui. Berate dich mit Sultan. Da werden wir mal kurz zu ihm rüberrennen. Mal sagen, Servus Sultan. War interessant, Rittersporn ist oft gesehen worden, mit jedem hat er zu tun gehabt, hat aber jetzt mit jedem abgeschlossen. Irgendwie. Hat Gedichte geschrieben für eine, wieder gelassen.
Geralt von Riva? Hexer? Wasserwolf nennen sie dich? Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Na, komm mal her. Das war's, oder? Easy. Hey, Hüpfer. Du Sterbesakrament. Als würden die Leute ja echt mal umgehen mit einem. Nie gesehen, dass jemand das Schwert so schnell schwingt wie du. Wenn man so Prinz Valium ist wie der, ist mir das klar. Nie gesehen, dass einer das Schwert so schnell schwingt wie du. Oh, das sind die netten Damen mit unterwegs hier. Da durften sie noch früher auf die Straßen. Oh, hilf stopp. Einem armen Kerl. Ein ganzer Tag verschwendet. Wie geht's dir, Kuschel? Hast du den alten Soldan vermisst, Käuzchen? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Sag mal, lecker? Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Wo hast du sie her? Das ist eine Eule, Kämpferbagei. Kommen wir zur Sache. Feldmarschall Dudas Ersatz? Aber Duda war ein Papagei, das weißt du doch noch. Wo hast du die hierher? Von einer Versteigerung. Das Haus eines Magiers kam unter den Hammer. Die Hexenjäger und das ewige Feuer haben sich zusammengetan, das Anwesen überwacht und den armen Schlucker mitgenommen. Seine Sachen wurden verkauft. Bin zufällig vorbeigekommen und hab die Eule gesehen, mit eigenem Käfig. Wie hättest du da widerstehen können? Konnte ich nicht, war unmöglich. Aber jetzt geht's um Rittersporn. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Ich denke, ich hab was. Du zuerst. Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Denke, ich habe was Interessantes rausgefunden. Dann lass mal... Ich denke, ich habe was Besseres. Worauf wartest du noch? Leg schon los! Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kaloneta oder so ähnlich. Ach, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wer ist Priscilla? Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Das sind tolle Neuigkeiten. Was soll ich sagen? Könnte es sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Oh, Leute, so, dann müssen wir wohl zu einem Liederabend. Gucken wir mal, Priscilla nach Sonnenuntergang mit dem Eisvogel, okay.
Kann der mir hier irgendwas eigentlich irgendwas Sultan? Passen? Geralt? Ich sah brennende Scheiterhaufen, als ich in Novigrad ankam. Ja, das war Felicitas Cori, eine Zauberin. Aber die Massen waren wegen eines anderen gekommen. Wegen eines Dopplers. Der gerissene kleine Kerl ist jahrelang als Chapelle aufgetreten. Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge hat ihn enttarnt, exekutiert und direkt seinen Posten eingenommen. Ich habe den Doppler vor Jahren getroffen, gleich nachdem er die Identität von Chapelle angenommen hatte. Darum hat es mich nie gewundert, dass die Kirche des ewigen Feuers plötzlich tolerant gegenüber Mutanten war und sich für Magie und Zauberer öffnete. Tja, das hat sich jetzt alles geändert. Jetzt sitzt jeder Magier, der hier Zuflucht gesucht hat, in der Falle. So. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Ich würde sagen, wir gehen jetzt da mal hin in dieses komische Eisvogel-Ding und guck mal, lass sie rein, was spät werden lassen. Die Schwarzen, Radovid, vielleicht säubern sie die Gegend von Banditen. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. Rumpel, dann lauft mir doch nicht im Weg rum. Wir latschen hier rum, schwingen den Arsch hin und her und das war's. So, jetzt laufen wir mal dahin. Wie weit ist denn das, bevor ich jetzt auf einmal fahrlos latsch? Das ist nicht weit, okay. Latschen wir jetzt da kurz hin und dann schauen wir mal, dass wir hier die Quest doch beenden. Bist du mager? Was hast du denn so graue Haare, Süße? Ja, ich bin schon ein bisschen älter, deswegen habe ich graue Haare, Süße. So, ich soll bis zum Abend oder so, ne? Nach Sonnenuntergang, okay. Müsste so in etwa hinkommen. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Stachelbeere, süßer Flieder im Traum.
aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süße Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Warten vertraue ich nichts an. Anscheinend hat Rittersporn nichts ausgelassen. Also wie fandet ihr das Lied? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich fand es persönlich sehr, sehr schön gemacht. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Reuven, wer ist das? Reuven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Okay, in eine Schatzkammer einbrechen. Was hat sich Rittersporn dabei gedacht? Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Und wenn der Überfall schiefgelaufen ist? Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior. Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad.
Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räuven, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Sieht aus, als müsste ich Rittersporn retten. Mal wieder. Hoffentlich übersteht Rittersporn die Sache lebend. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hole ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räuven. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räuven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Tja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ich muss Puschel füttern. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Pass auf mich auf. So, Leute, wir machen jetzt... So, wir machen jetzt erstmal hier Ende Gelände und schauen uns dann beim nächsten Mal natürlich das Ganze hier an, was hier los ist, was mit Rittersporn ist, wo Rittersporn genau versteckt ist und was wir mit ihm machen können. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis bald.